die Plätze. Science! Ja, hallo. Wie der Philipp schon gesagt hat, möchte ich euch gerne zeigen, was man für eine gelungene Schaumparty braucht und was Daniel Düsentrieb damit zu tun hat. Und da die Tierbaby-Nummer schon gezogen wurde, würde ich jetzt einfach Freibier versprechen. Optimal. Ich kann aber auch sagen, dass sich nicht jeder darüber freuen wird. Das klären wir später. Okay, ich bin Max Dietz und hier seht ihr ein Bild von mir. Aber wenn ich sage, dass ich Lebensmittelchemiker bin, haben viele Leute so ein Bild vor Augen. Und meine Nachbarin, kein Witz, wirklich passiert, 89 Jahre alt, hat gesagt, Lebensmittelchemiker, ihr steckt doch das Gift in die Tütensuppen. In solchen Momenten würde ich gerne mein Telefon in die Hand nehmen, eine sehr kurze Nummer wählen und verschwörerisch sagen, sie hat es herausgefunden. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Aber mache ich nicht, sondern ich sage, Gift in Tütensuppen, warum sollten wir das tun? Das machen doch die Lebensmitteltechnologen. Naja, wer mir vielleicht nicht so aggressiv gegenübersteht, hat ein anderes Bild vor Augen. Nee, das nicht. Das hier. Und das stimmt total. Ein junger, wissbegieriger Wissenschaftler kann ich total unterstreichen. Wenn ich dann aber sage, dass ich an Bier und Bierschaum forsche, dann wechselt das Bild vor den inneren Augen der Gesprächspartner zu sowas. Und damit ist mein Job eigentlich genau beschrieben. Wenn ich dann anderen Wissenschaftlern, zum Beispiel Weltraumraketenforschern, erzähle, dass ich an Bier forsche, und sagen die, Bierforschung, haha. Aber in Deutschland gibt es 20 bis 30 Millionen Biertrinker und 2 und bald 3 Astronauten. Und die sind wahrscheinlich auch noch Biertrinker. Also, ich habe die Zahlen auf meiner Seite. Und wer jetzt immer noch nicht glaubt, dass Bierforschung wichtig ist, Benjamin Franklin soll gesagt haben, Bier ist der Beweis dafür, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind. Also ihr seht, es ist sehr wichtig, am Bier zu forschen. Und in meiner Doktorarbeit geht es eben um Bierschaum und die Frage, wie kann man aus diesem Bier das hier machen? Und der geneigte Barkeeper hat dafür 2 Instrumente zur Verfügung, nämlich den Schneebesen und den nicht gewaschenen Finger. Und mich interessiert das Phänomen aber auf molekularer Ebene. Und es ist sehr komplex, denn Bier besteht aus über 6000 Substanzen. Hier habe ich mal effekthascherisch einige davon aufgeführt. Genau. Ich möchte euch kurz die Strategie vorstellen. Und dabei vergleiche ich dieses nicht schäumende Bier mit dieser Maschine hier unten. Die ist eine Maschine, die hat Hebel, die hat Räder, die hat Zahnräder und Leuchten und sie produziert sehr wenig Schaum. Die Maschine hier daneben hat auch Hebel, hat auch Räder, Leuchten und Zahnräder, produziert aber sehr viel Schaum. Und jetzt ist die Frage, wie kann man herausfinden, was die beiden Maschinen unterscheidet, um den unterschiedlichen Effekt auszulösen. Daniel Düsentrieb ist ein Ingenieur, wie wir wissen, und kennt sich mit Maschinen aus. Und er betrachtet deshalb die Bauteile der Maschine, die ihm bekannt sind. Zum Beispiel, er weiß, bei einer Maschine sind Hebel wichtig oder Räder. Also betrachtet er die Hebel und sieht, bei beiden Maschinen gibt es keinen Unterschied in den Hebeln. Also können die Hebel wahrscheinlich nicht den Unterschied der Schäumung erklären. Aber diese Räder sind unterschiedlich groß. Also Daniel Düsentrieb nimmt jetzt zur Kontrolle nochmal den Hebel, löst ihn in Wasser, begast und es entsteht kein Schaum, überraschenderweise. Dann nimmt er das große Rad, das an der Maschine war, die schlecht oder gar keinen Schaum produziert, löst es in Wasser, leitet Gas ein, es entsteht kein Schaum. Aber bei dem Rad von der kleinen Maschine, von der Maschine, die viel Schaum produziert, wenn man dieses Rad in Wasser löst und begast, entsteht auf einmal Schaum. Das heißt, dieses Rad ist für die Schäumung verantwortlich. Zur Querkontrolle kann man es gleich noch mit Bier machen, den Hebel im Bier lösen, es entsteht normaler Bierschaum. Das große Rad im Bier lösen, es entsteht normaler Bierschaum. Aber wenn man das kleine Rad von der stark schäumenden Maschine im Bier löst, entsteht sehr, sehr, sehr viel Schaum. Okay, boah, ganz schön viel Schaum. Der Nachteil an dieser Methode ist, man kann nur Teile erfassen, die offensichtlich sind, die man kennt oder die augenscheinlich sind. Aber was ist mit kleinen Teilen? Da gibt es eine andere Strategie.
Und zwar, unser Freund Arnold Schwarzenegger würde die wahrscheinlich anwenden. Die heißt Shotgun Approach. Was macht man? Man nimmt eine sehr große, sehr zerstörerische Kanone, ballert auf beide Maschinen in gleicher Weise und zerlegt sie vollkommen in ihre Einzelteile, ohne zu wissen, welche Bauteile sie hat und wie die funktionieren. In echt sieht es dann so aus, ein sogenannter S-Plot. Jeder Punkt hier ist ein Molekül, der in den Bieren vorkommt. Und die Punkte hier im Mittelpunkt, die Moleküle im Mittelpunkt, die kommen in beiden Bieren gleich stark vor. Die sind nicht unterschiedlich. Aber die im Außenbereich kommen nur in der jeweiligen Maschine, im jeweiligen Bier vor. Zum Beispiel, diese Moleküle muss man sich betrachten, wenn man wissen will, warum diese Maschine anders ist als die. So, sehr theoretisch, jetzt nochmal auf unser Bild zurück. Arnold Schwarzenegger nimmt eine starke Kanone, ballert auf die Maschinen, erzeugt einen großen Schrotthaufen jeweils, der fast gleich aussieht, nur er unterscheidet sich in wenigen Teilen. Die Räder kennen wir schon von Daniel Düsentrieb, aber zum Beispiel sehen wir jetzt auch, dass diese Schrauben anders sind. Und was können die Schrauben für einen Effekt haben? Die können zum Beispiel im Bier gelöst dazu führen, dass der Schaum von dem Bier sehr viel langsamer zerfällt als von dem anderen Bier. Mit diesen Strategien haben wir dann herausgefunden, dass im Bierschaum das Gas, also die Gasblase, von einer Protein-Doppelschicht umgeben ist. Und die ist wieder quer vernetzt durch Isoalphasäuren, die kommen aus dem Hopfen, und Kationen. Und die Schicht kann gestört werden durch Fettsäuren und Ethanol. So, ich habe ein Experiment vorbereitet mit Bier. Wer schon mal spät in der Kneipe war und nur noch Lust auf wenig Bier hatte, hat sich einen Schnitt bestellt. Das wäre dann wahrscheinlich so. Ups, wir haben viel Schaum, der instabil ist. Hier in diesem Fläschchen habe ich Fettsäuren in Ethanol gelöst und wenn ich jetzt einen Tropfen dazu zugebe, der Schaum ist 0,0 weg. So, wer wollte jetzt Freibier haben? Okay, wir reden später drüber. Diese Fettsäuren, wo kommen die vor? Die kommen vor in fetthaltigem Essen natürlich oder in Lippenstift. Das heißt, wenn man so ein Schaum haben möchte, darf man nicht seine Fettlätschen, wie man in Bayern sagt, in das Bier reinhalten. Genau, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was man für eine gelungene Schaumparty braucht. Und für alles Weitere möchte ich auf den Kaiser verweisen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Vielen Dank.